Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen heute zum Live-Video. Heute ist Montag. Wir wünschen euch erstmal einen herzlich schönen Wochenanfang und dass ihr viel Spaß bei Arbeit habt, erfolgreich seid und eine wunderschöne Woche haben werdet, Freunde. Wir werden gleich gemeinsam zum Strand runtergehen. Ich bin heute Morgen den Strand lang gefahren, war so verwundert und erfreut, dass so viele Gäste am Strand sind. Wir haben uns gerade einen Tee hier getrunken beim Dream Hell Hotel. Dann habe ich mir gedacht, dann fangen wir das Video heute hier an und gucken mal weiter. Viele kennen die Dream Hotels, ja, und hier sind wir halt öfter, weil auch die Hoteliers sehr, sehr freundlich sind und auch mich irgendwo unterstützen halt, indem ich halt die Hotels immer wieder regelmäßig zeigen kann. Hier haben wir zum Beispiel das Dream World Resort, ja, Dream Hell. Das, wo wir jetzt gerade sind, ist dieses Hotel. Da gibt es einmal diesen Family Club, das ist für die Kinder. Hier ist das Dream Hill. Hier sieht man die Poollandschaft gerade schön. Das ist der Relax Pool hier vorne. Ja, so kann man, hat man einen guten Eindruck. Das ist der Strandabschnitt. Hallo Elke, hallo. Und so sieht das Hotel aus. Ist etwa 200 Meter vom Strand entfernt. Ja, und ist wirklich sehr, sehr schön, luxuriöses Hotel. Gefällt vielen, vielen Gästen. Das sind die Zimmer. Und vieles lasst euch noch überraschen, Freunde. Wir sind ja jetzt selber hier. Und wir fahren jetzt gleich mit dem Roller los. Heute ist ein bisschen windig draußen, sehe ich gerade. Ich war wieder Gold suchen gestern, Freunde. Und ich habe echt Glück gehabt. Ich habe zwei schöne Ringe gefunden. Ja, zwei Ringe habe ich gefunden. Das habe ich dann zum Goldschmied bin ich gegangen, habe gefragt, was man da für Geld bekommt. Und dann hat er mir 520 Euro gegeben, Freunde. Ich habe so ein Glück gehabt. Schaut mal, ich habe das gerade bekommen. Dindeledin, von die Goldringe. Habe ich Glück gehabt. Ja, man teilt auch die Freude zusammen, Freunde, oder nicht, ne? Ich habe den einen Ring, wisst ihr noch, vielleicht habe ich verkauft. Für eine Sache. Viele wissen, welche Sache ich meine. Und dann habe ich das Glück gehabt, habe zwei gefunden. Hab mich echt gefreut, ja. Habe aber auch 5 Stunden gesucht, ne, im Meer, bis ich das gefunden habe. Und viele fragen wegen meiner Allergie. Heute ist ein bisschen besser. Aber ich muss jetzt noch 2 Wochen durchmachen mit der Allergie, mit den Pollen, Mollen, Blüten. Komm nächste Woche. Olivia kommt nächste Woche. Schön. Ihr seid ja bald alle da, Freunde. Ich habe so schöne Vorbereitung gemacht für das Maledivenboot. Da gibt es ein paar Änderungen, positive, neue Sachen, die ich da anbiete. Und ich werde das, also letztes Jahr, das war ja unsere erste Fahrt mit dem Maledivenboot. Erstes Jahr. Und die so da. Und letztes Jahr war ich sehr, sehr positiv überrascht, dass es so gut gelaufen ist mit unserer Maledivenbootsfahrt. Da waren wirklich mehr als ich dachte. Ich hatte erst Sorge, dass ich das nicht voll kriege, das Boot. Also voll heißt jetzt, wir haben ja sowieso ein Minimum, also anstatt 300 Gäste, 150 nehmen wir nur. Aber wir haben das wirklich, zu dieser Zahl haben wir das immer hinbekommen. Wir haben also die gewünschten Zahlen gehabt von den Gästen, die uns besucht haben. Und dieses Jahr machen wir das sogar 2 bis 3 Mal in der Woche, haben wir es geplant. Hatte ich Kamera? Zu mir. Dann, da, da, da. Jetzt geht's los. Und dieses Jahr, ich freue mich mega darauf. Die erste Fahrt haben wir wahrscheinlich am 21. nächsten Monat. Und ich bin echt, ich freue mich richtig auf den Sommer. Ich freue mich riesig auf den Sommer. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr bald hier seid. Und auch mit uns gemeinsam viel erleben könnt. If something like so, take this, okay. Thank you. So. Thank you.
Und natürlich bieten wir alles an, Freunde. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr zu mir fragen. Ah, hier haben wir die Relax-Bar. Ganz, ganz liebe Grüße an den Herrn Ahmed. Vielleicht Kollegen, Ahmed B. Kollegen, schöne Relax-Bar. Hier gibt es abends richtig schön was zu essen. Hier gibt es Steak, dann gibt es abends Party. Wer Lust hat, kommt vorbei. Komm, wir zeigen die Bar auch an. Wenn wir schon hier sind. So, hier sind wir gerade bei der Relax Bar. Kennt viele auch, das ist mitten in Kumke ist das. Könnt ihr Deutsch? Schön, hier haben wir zwei junge Mädels aus Deutschland, sind gerade in der Türkei und rauchen Shisha in der Relax Bar. Schmeckt gut. Was ist das für eine Marke, wenn ich fragen darf? Liebe 66. Liebe 66, schön, ja. Oh, okay. Von welcher Stadt kommt ihr? Meppen? Aus Meppen, okay. Osnabrück, Westerkappeln. Ja, das kenne ich. Welches Hotel seid ihr, wenn ich fragen darf? Vier Beach Hotel. Schön, ja. Ja, schön, dass ihr ein bisschen redet. Könnt ihr mir drei Sachen nennen, warum ihr Türkei ausgesucht habt, Urlaubsland dieses Jahr? Warte, wir machen das so. Zack. Kannst du so reden? Puh, wie schaue ich aus? Wie schaue ich aus? Augenringe nach einer Woche. Nein, das sieht gut aus. Ja, es war preiswertig. Wir wollten schon immer mal in die Türkei. Okay. Sonnig. Wärmer als in Deutschland. Und? So zwei, oder? Zwei. Das Land kennenlernen. Wie? Das Land mal kennenlernen. Das Land mal kennenlernen. Ja. Bist du jetzt das erste Mal in Türkei oder wie oft schon? Das erste Mal, ja. Echt jetzt? Aber sie nicht, sie sieht so aus, als ob sie schon öfter war. Nee, auch zum ersten Mal. Echt jetzt? Ja. Also mit so Aussehen meine ich jetzt, so dass du so locker drauf bist so. Und als ob du alles kennst hier. Nee. Erste Mal seit die Türkei. Mhm. Cool, ja. Wir haben schon von dir gehört. Ah, ihr kennt uns auch. Echt jetzt? Schön gehört oder wie? Das, oder gesehen die Videos? Nee, gehört. Echt? Wo denn? Wir waren auf einer Tour und dann waren da zwei Erwachsene mit dabei und sie hatte von dir erzählt. Von Freunde der Sonne. Von Freunde der Sonne, wir sollen euch mal Videos angucken. Schön, ja, das klingt ja sehr, sehr lieb. Danke sehr. Guck mal, machen die sogar Reklame. Ja, Mädels, herzlichen Dank, dass ihr auch ein bisschen geredet habt. Genießt das Bier, genießt die Sonne, du den Schatten eher, du die Sonne siehst gerade. Noch ein bisschen Sonnentag, ein bisschen braun werden. Schön, ja. Und vielleicht sieht man sich wieder. Okay, alles Gute. Dank. Ciao, ciao, danke. Könnt ihr euch anschauen? Danke. Alles Gute, Herr Ahmed. Aber danke. Zahllich danke. Bis dahin. Hier ist auch wieder Party abends, oder? Ja, jeden Abend. Jede Abend Party. Tamam. Wir kommen auch vorbei, bisschen essen, bisschen tanzen. Wir sehen uns, Dankeschön. Ciao. Hallo, nein, heute nicht, ich muss braun werden. Okay, weiter geht's. Opa. Dreh dich, Kamera. Super, jetzt geht's weiter. Ein kleinen Gruß, kleine, wie heißt das? Umfrage. Okay, jetzt geht der Roller nicht mehr. Take this. Oh oh. Ach so. Der Ständer war noch an, deswegen. Der Ständer stand noch. Naja. So, da vorne ist der Strand auch schon. Hoppa! Richtige Sommertag ist das, Freunde. Man riecht richtig den Sommer. Es riecht richtig nach Sommerzeit, ja. So wie wenn die
Rasen gemäht sind frisch. Ne? Kennt ihr den Geruch? Überall Rasen gemäht und man sieht überall die Blumen, wie die aufgehen. Hier ist auch der Strand vom Alicrea und von Dream World Hill. Und schaut mal, was wir hier noch haben. Hier haben wir das Maledivenboot. Ja, da gibt es zwei Stück von. Einmal das große und das kleinere. Das kleinere ist das, womit wir fahren. Das ist das riesige. Das bei Antalya ist das meist. Ja, davon gibt es sogar noch eins. Und dann gibt es das kleinere. Das ist hier dieses auch. Wir fahren mal hier am Strand runter. Also bis jetzt sehe ich gerade, alle Wassersportstände haben geöffnet. Dankeschön. Ah, hier haben wir Herr Mammut. Hallo! Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyisin. İyi. Hayırlı sezonlar. Sağ ol. Das, der für die Liegen zuständig ist. Ganz fleißiger. Wow, 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 wow. Wow, guckt euch mal das Meer an. Richtig schöne Wellen. Wie warm es heute ist, ich denke mal um die 22 Grad. 22, vielleicht 23. So ungefähr. Da vorne ist das Ziel des Hand auf der Seite. Das ist auch schon draußen. Das heißt, wir fahren in andere Richtung, dann haben wir nicht so einen Wind. Na, jetzt haben wir nicht so viel Wind. Jetzt fahren wir mit den Wind, Freunde. Alle machen sich bereit auch für eine schöne Saison. Hier ist die Makara Beach. Makara Restaurant Beach. Schaut mal, es sind schon viele am Schwimmen. Also viele heißt viel mehr als die Tage davor. Man sieht im Wasser schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also über 20, 30 Menschen sind am Schwimmen, vor allen Dingen beim Villa City Resident da vorne. Man sieht schon Jetskis fahren. Oleander Hotel, richtig voll auch. Gut Besuch. Taxo, no problem. Смотри, как сюда. Сейчас. Then no problem for Vitek. Hier wird Boccia gespielt. Hier ist Boccia-Spieler vom Terrace Hotel Animationsteam mit dem Boccia-Königen aus Deutschland. Wie warm ist es heute? Ja, Freunde, ich habe gerade geschätzt gehabt, so um die 22 Grad, glaube ich. Aber wenn ich jetzt eine Anzeige sehe, sage ich euch Bescheid. Hallo! Hallo! Ja, aber schönen Urlaub noch! Hallo! Da vorne sehen wir ganz viele am Schwimmen. Ganz viele sind am Schwimmen, bei uns vorhin auch jetzt. Mein 19 Grad, sagt jemand gerade hier. Aber ich fühle 1 Grad mehr. Hier finden wir gleich eine Anzeige, ganz sicher. Auch das Smile Wassersport ist geöffnet. Wir machen gerade so Betonsteine. Betonsteine für Dings, für die als Anker. Also jetzt ist wirklich schon fast Sommerzeit, Freunde. Es geht immer mehr ins Wasser, der Strand ist schön voll, schaut euch das mal an.
Hallo, ich war jetzt auch gerne dort. Hier in Bremen sind 3 Grad, oha. Hier haben wir das Paloma Ocean Hotel auf der rechten Seite. Und wie gesagt, der Strandabschnitt vom Greenwater Vault bleibt. Man sieht, da sind jetzt auch schon die Stangen fertig, schöne Abdichtung, alles gut. Ja. Wir hatten das einmal missverstanden, dass es abgebaut wird an einen anderen Platz. Aber es steht noch, natürlich, wird auch stehen. Es sind sogar schon schöne Abdeckungen, wird jetzt auch alles vorbereitet für dieses Jahr Saison. Auch ein sehr tolles Hotel, das Greenwater Vault, auch für Familien hammergeil, könnt ihr mal reinschauen im Internet. Da haben wir auf YouTube auch Videos vom Stile Antalya Freunde der Sonne, heißt die Seite. So, und hier haben wir jetzt Überschwemmung, hier kommen wir nicht durch. Doch, hier kommen wir durch, hier machen wir ein bisschen Action, oder? Mit Freddy sein Roller. Ich hoffe, Freddy schaut das Video nicht. Ah, nur Spaß. Einmal waschen und gut ist. Hallo! Hier ist fast fertig der Strandabschnitt vom Stella Elite. Wir kommen hier mal vorbei, wenn es fertig ist. Ein paar Tagen soll es soweit sein. Oh, 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 sie hat aber einen schönen Sonnenbrand, die Dame. Gute Besserung. Sie hat ein bisschen Sonnenbrand am Rücken. Man sieht, es ist heiß. Hallo. Hier ist das Beach, wie heißt es schnell? Miramar Beach Hotel. Hier sind auch welche schwimmen. Schöne Haare. Jetzt gibt es Action hier. Wow, es ist aber heute schon wieder welliger, ne? So, ab Nibi. Jetzt müssen wir hier hoch durch tiefen Sand. Ich lasse erstmal die Gäste vorbeilaufen. Jetzt an der Promenade finden wir bestimmt eine Gradzahl. Demnächst, ich kaufe mir eine und werde die immer beim Live-Video erst vorstellen, weil die häufigst gestellteste Frage. Achtung! Boah, der Roller geht ab, ey! Holst du den Arsch? Ey, Freunde, ich hab. Wow! Der geht aber ab! Heftiges Ding! Den holst du ihn gut, ja? Freunde, der ist richtig Hammer! Mit meinen, ich bleib immer da sitzen im Sand. Der ist ja, okay, den, ich frage, ob er den verkauft. Das, ich bin mit 100 Rollern durch den Sand gefahren, Freunde, noch nie so locker wie mit dem. Heftig, und das nur ein 50er. Der ist ja ein, das wollte ich schon gut, ja. Hammer hat ja. Fred hat so Geheimdinger da, weiß ich, ja. Hallo, sorry. Dankeschön. Danke sehr. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Danke. So, hier sind wir an der Promenade angekommen, an den traumhaft schönen, an der traumhaft schönen Promenade. Es riecht nach Pflanzen. Es riecht nach Pflanzen.
nach Gras, also Gras, Dings, Wiese, gemähte Gräser. Hallo, schönen Spaziergang wünsche ich Ihnen. Bitte. Hier ist das TUI Blue Hotel. Freunde, wo wollen wir hinfahren? Irgendwie fühle ich mich heute richtig wie eine Rakete und fahre, wohin ihr wollt heute. Wow. Hier haben wir Strand. Hier haben wir Strand. Der Strandabschnitt vom, weiß ich nicht genau, vom TUI Hotel müsste das sein. Ah, da steht's, Freunde, wie viel Grad es ist. Warte, das ist eine Anzeige. Es ist 21 Grad, steht auf der Anzeige, Freunde. 21 Celsius Grad. 21 Grad haben wir jetzt gerade in der Türkei. Hallo. Hallo. Ha, ihr seid, ihr Lieben. Ja, wir wollten noch ein Foto von dir. Tamam, komm vorbei, wollt ihr heute ankommen? Wann bist du denn da? 4 Uhr bin ich meist immer im Meer verschollen. Oh, weiter melden heute auch? Ja, wahrscheinlich nicht. Ey, super, du achtest drauf. Ich bin ja gestern auch verschollen da drin, aber heute bei den Wellen wahrscheinlich weniger. Ich gucke aber, ob ich einen Platz finde. Nee, nicht kalt. Das Wasser muss glatt sein, damit ich Sicht habe beim Tauchen. Ja. Ich habe ja 2 Goldringe gefunden. Heute Morgen verkauft. 520 Euro. Ja, das ist ein guter Wochenstart. Das ist dank an Gottes Glück, ja. Ja, kommt dann heute Abend vorbei. Ruft aber erstmal an, bitte. Dann zur Not, wir holen euch auch gerne ab. Wir können euch auch abholen. Jetzt? Ja. Aber nicht ohne Mütze. Ich habe gerade keine Mütze auf. Wir kriegen doch noch das Foto, und das Kopf. Ja, klar. Das fehlt auch noch. Das ist auch dabei. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Okay, also bis heute Abend. Ciao. Moin aus den Hallo. Nächste, du willst nicht. Aber hier haben wir Orange Palace Hotel. Zahlen. Hier ist das Lilium Hotel. Der Strandabschnitt vom Lilium. Guck mal beim Sunrise Queen vorbei. Die sind am Aufbauen. Das Sunrise Queen macht sich bereit. Da sind jetzt gerade viele Bauarbeiten, damit das rechtzeitig für die Saison fertig wird. Hier haben wir das Rheini Sol Hane Garten, das Hane Garden Hotel. Grüße aus Freunde doch bitte. Grüß meine Freunde, Freunde doch bitte mal. Grüß meine Freunde. Wer sind denn deine Freunde? Aber waren das deine Freunde gerade? Ah. Das ist eine mega lange Promenade, also mega lang heißt bestimmt 3, 4, 5 Kilometer. Geht sie weiter. Wir können aber auch mal woanders hinfahren. Wir fahren jetzt einfach. Oha. Wir können hier erstmal gar nicht mehr hinfahren. Doch, ich schaff das. Ich bin ein Künstler. Das schaffen wir. Alles gut, aber. Hier haben wir das Kum-Café. Kum-Café. Fahren wir mal hoch. Oh, schaut mal, wie schön, ja. Die Urlauber sind wieder auf dem Weg in die Türkei. Richtig schön. Hallo. Royal Taj Mahal, richtig. Auf der linken Seite ist das Royal Taj Mahal Hotel. Hallo! Achtung, Achtung! Ein verrückter Fahrer, dankeschön.
wir müssen auf die Straße herunter, aber hier gab es noch keinen Runtergänger. Runter. Gab es noch keinen so einen zum Runterfahren. Heute ist Montag, heute ist eigentlich Bauernmarkt in Manavgat. Markt ist ja immer montags und donnerstags, heute ist der Markt, aber trotz dessen sind irgendwie viele Gäste gerade da. Es sind jetzt auch wieder viel mehr Hotels offen. Also jetzt in den kommenden 10, 15 Tagen werden fast nochmal 90% Hotels aufgehen. Sehr, sehr viele Hotels werden jetzt auch wieder geöffnet. Hier ist das Tide Royal Palace und das Royal Style, das war auch schön, da war ich im Winter. Und heute beim Video, ich möchte so 5 Hotels nennen, also wo ich persönlich Urlaub machen würde, mit Kinder, wo ich ohne Kinder, wo ich, wenn ich ein bisschen wirklich Ruhe mag, Urlaub machen würde. Heute möchte ich 5 Hotels nennen. Oh, guck mal, wie schön. Hallo, habt ihr euch wieder? Jawohl. Schön. Hier ist das Video. Werde ich 5 Hotels nennen. Weil ich kriege immer viele Schreiben, da schreibt man mir, was ist das beste Hotel? Es gibt kein bestes Hotel. Es gibt halt zu wer was sucht. Was sucht man im Urlaub halt, ne? Das ist ganz wichtig. Guck mal, wie schön die Landschaft, Freunde, grün. Okay. So, richtig schöne Landschaft, oder? I love Türkiye, Freunde. Wer auch der Meinung ist, kann ein Däumchen da lassen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, hier wegzuziehen. Ich werde oft gefragt, kommst du nicht mal nach Deutschland? Freunde, abgesehen vom Wegziehen, ich schaffe nicht mal einen Monat hier wegzugehen. Nicht über, wie heißt das, nicht über meine Leiche oder nicht hinter, irgend so ein Sprichwort gab's ja, nur mit meiner Leiche oder so. So, ihr seht, die Straßen sind neu gemacht hier in Erdrenzeki. Schaut euch das mal an. Die Straßen werden neu gemacht. Die Einkaufsmöglichkeiten sind alle offen gerade. Überall Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Heute ist Montag und wir haben 350 Live-Zuschauer. Was für eine Riesenfreude das für mich ist, Freunde. Nicht über meine Liebe. Warte, was steht da? Ich muss aber gucken. So. Ihr seht, am Tage sind da überall so Tücher davor, damit die Kleidung halt nicht verbrennt durch die Sonne, weil die Sonne wird jetzt immer stärker. Anscheinend hat der Wind gedreht, weil gerade war das ja nicht windig, als wir die Richtung gefahren sind. Okay, jetzt geht's wieder. Hier haben wir auf der linken Seite das Hane Hotel, Hane Family Resort. Hier etwa, also hier ist Elbrenzeck, wo wir gerade sind. Und danach kommt Çolakli. Da vorne ist dann gleich Çolakli. Ja, also es, wenn man von Side fährt, kommt Side, dann kommt Kumköy, dann kommt Elbrenzeck, dann kommt Çolakli und dann kommt Gündoğdu. Und dann irgendwann Antalya. Aber davor noch viele andere, Serik, dies, das. Hier haben wir auch überall Hotels. Hier ist das
Hier sind auch viele Hotels. Ich glaube, Grand Check-in ist das. Hier ist auch ein total neues Tattoo-Studio aufgemacht. Sieht hammer aus mit der Dekoration. So, hier sind wir jetzt schon in Cholaklee langsam. Aber ich glaube, es gibt gar keinen direkten Übergang von Evrenseki nach Cholaklee. Aha, danke. From who? What's name? Michael Brandt. Riesen Dank an Michael Brandt, dass er 50 Sterne gesendet hat und somit unsere Seite unterstützt. Dankeschön. 50 Sterne haben wir von Michael Brandt. Danke, danke, Michael Brandt. Ah, Freunde, was wollte ich sagen? Also hier ist ja die Hauptstraße. Schau mal, hier ist ja die Hauptstraße. Und auf der Seite sind ja die meisten Hotels. Und auf der Seite ist eigentlich fast gar nichts mehr an Hotels. Auf der rechten. Ja? Und hier ist so mehr Land, sag ich mal. Hier gibt es, hier wohnen viele. Aber auch hier, wo jetzt auch ältere Wohnungen sind, hier zum Beispiel das Rote Haus. Ja, selbst da sind jetzt Mieten von 500 Euro. Wo damals noch umgerechnet 200 Euro waren, sind jetzt 500 Euro. Also sind innerhalb von eineinhalb Jahren, ein Jahr, extrem gestiegen die Preise von Mieten. Allgemein alles am Preise. Ist halt hier eine Fabrik oder was? Oh, wir haben nochmal 50 Sterne bekommen. Von Oliver Kuckuck. Von Oliver Kuckuck Guckuck. Dankeschön, Oliver, herzlichen Dank. Unser Rekord ist ja bei den Sternen 1250. Und ich habe jetzt mich erkundigt, bei 1250 Sternen, also bei 1000 Sternen, verdienen wir 10 Euro daran, 10 Dollar. Danke, Oliver Kuckuck, nochmal 50. Danke, Oliver. Also das Hinterland ist halt fast das Gleiche, nur seht ihr Wohnungen und so. Wir haben 200 Sterne. Oliver Kuckuck dreht durch, er verteilt Sterne ohne Ende. Dankeschön. Hier vorne war übrigens ein Geschäft zu vermieten. Habe ich gerade gesehen. In Mainz lacht die Sonne, aber kalt. In Aachen schneit es und mal Sonne. Okay. Wir fahren jetzt mal hier hoch, gucken, was wir da so schöne Stellen haben. Oliver Kuckuck, Dankeschön für die 50 Sterne wieder. Danke sehr. Wow, 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 wow. Wir sind ab Freitag da, sagt Jessica. Ich freue mich schon. Elena Ingol, ich habe es nicht lesen können. Danke, Elena, für 100 Sterne. Unser Rekord ist bei 1200 Sterne. Wenn wir 1000 Sterne haben, hat die Seite 10 Euro verdient.
es macht halt Spaß. Das ist so, so ein, weiß ich, kennt ihr das? Man spielt so ein Spiel und dann kommen halt immer mehr Sterne und so, dann ist halt so ein Erlebnis für mich. Da freut man sich halt. Jeder freut sich, wenn er natürlich immer was dabei verdient. 450 Sterne von Björn Segas. Sagas. Von Björn Sagas. Dankeschön. So, hier haben wir Grand Checker Hotel. Hier ist das Grand Checker. Boah, jetzt könnte ich einen richtig leckeren türkischen Tee vertragen. Aber es ist ja zurzeit in der Türkei Fastenzeit, Freunde. Deswegen ist das so, zum Beispiel wer nicht fastet, zum Beispiel ich darf mit meinem, vielleicht wisst ihr das, ich habe ja halt Bauchprobleme öfter. Ich darf eigentlich nicht fasten, nur ein, zwei Tage, die ich das dann halt mache. Aber mehr ist halt für mich nicht gesund, wenn das gesundheitlich nicht gut ist. Zu fasten muss man das nicht. Aber dann sollte man trotzdem, auch für die Urlauber, einfach als kleine Information. Viele fasten ja in der Türkei und dann gehört sich das halt nicht, vor denen Wasser zu trinken. Als Urlauber ist es halt nicht schlimm, nur halt, nur dass ihr das halt wisst. Weil wenn einer dann wirklich so lange nichts getrunken hat in der Sonne arbeitet und dann vor ihm so, oh, jetzt trinke ich aber am Wasser oder so, das ist dann halt schade für die Menschen. Ja, nur damit man das weiß. Deswegen jetzt werde ich einfach keine trinken, wer weiß, vielleicht ist einer fast, der gerade zuschaut. Wow, hier sind wir in der Promenade. Wir haben 650 Sterne, Freunde, weil dann parke ich den Roller. Freunde, wollen wir am Strand oder an der Promenade bleiben? Was sagt ihr? Ihr dürft mitentscheiden. Strand oder Promenade? Wollen wir uns die Strandbars anschauen von den einzelnen Hotels? Was sagt ihr? Wir gucken einmal. Wer hat uns Sterne? Oliver hat 50. Oliver wieder 50. Oliver wieder 50. Oliver 100. Björn Segas 50. Oliver Ellen Igles 100. Oliver hat Michael Brand, 50, danke euch herzlich. 700 Sterne sind wir schon mittlerweile. Michael Brand, Oliver, danke dir. Opa, wo sind die Dings? 800 Sterne, Oliver, Kuckuck. Portside, Strand bitte. Strand, okay. Wollen wir mit Roller oder soll ich spazieren gehen? Zum Adalia Ocean können wir auch. Wollen wir spazieren oder mit Roller, Freunde? Was sagt ihr? 800 Sterne, danke. Oliver, danke. Promenade. Strand bitte. Dominik, okay. Strand, Nadine, okay. Wollen wir aber zu Fuß oder mit Roller? Was sagt ihr? Langsam spazieren oder mit Roller über Langgurken? Die Antworten kommen später, ne? Thalia Strand. Thalia macht übrigens am 1. auf, Freunde. Ich denke, dass ich bei der Eröffnung dabei bin und ein Live-Video mache. Laufen, Roller geht schneller, sagt Dominik. Also bis jetzt ein Roller, ein Laufen stand da. Laufen, Oliver sagt Laufen, okay. Zum Strand. Dann laufen wir am Strand eine Runde. Mit Roller sagt wieder einer. Zwei Roller, zwei Strand. Also macht er mich durcheinander. Dann machen wir so, ich fahre jetzt ein kleines Stück, dann gehen wir zum Strand runter. Ja, hier ist eine schöne Ecke. Hier machen wir jetzt gleich eine Pause. ...949 Sterne. Unser Rekord ist bei 1250. Thank you.
hier ist der Hafen. 1000 Sterne, den Deledin. Oliver, ist das. Oliver, bist du das, der die ganze Zeit Sterne da wirft? Ich schaue mir gleich an. So, hier parken wir jetzt mal. Jetzt sind wir am Strand angekommen. Am Strand angekommen, Freunde. Am Hafen 1248 Sterne. Wir haben unsere, das war unser Rekord, 1500, ne? 1500 Rekord. Wir haben jetzt fast den Rekord. Danke euch herzlich, das ist echt lieb. Oliver, Susanne Möller, 99 Sterne, Dankeschön, Susanne. Alexandra Jung, 99 Sterne, Dankeschön. Danke, Oliver, für die einzelnen 50. Der Rekordgeber ist heute. Oliver, wenn du da bist, ich lade dich auf ein Essen ein. Ich verstehe. Ha, wir haben unser Rekord gebrochen bei den Sternen. Wir sind 1298. Und Freunde, ich hoffe, es ist okay, dass ich Oliver auch einlade auf ein Essen, wenn er in Türkei ist. Herzlichen Glückwunsch, Oliver. So, ja. Aber from there with people, it's dabei. Как свою девушку стать? Настя. So. Wir sind am Strand angekommen. Schaut mal, so lässt sich Urlaub machen. So lässt sich Urlaub machen. Hello. Where are you from? Holland. Nice. Enjoy your holiday. 1398. Wir haben den Rekord gebrochen, Dankeschön. Danke Olivier, danke Oliver. Danke Kerstin Leitner, 200 Sterne, danke Kerstin. Bitte mal zum Hane Family, da waren wir gerade schon. Lieber Mohammed, schönes Wetter habt ihr da. Wir kommen im Mai. Okay Sarah, freue ich mich. Noch 40 Tage, dann bin ich da, sagt Alexandra Jung. Super. Hallo aus Koblenz. Hallo aus Koblenz, komm am 12. Mai. Freue mich, haben ja schon mal Shisha zusammen geraucht. Echt, Oliver? Wir haben zusammen Shisha geraucht, Oliver? Danke. Juhu, kommen nächste Woche ins Antalya Ocean. Antalya Ocean? Adalia meinst du wahrscheinlich? Hallöchen, bin im April wieder da in der Türkei, sagt Sabine. Wir kommen alle essen, sagt Cordula. Okay, kommt alle. Carina Fell an der Strandbar, okay. Kannst du mal schauen, wenn du Strandbar von Ski von Stella Elite fertig wird? Ja, die Strandbar von Stella Elite sollte eigentlich fertig sein. Das dauert halt noch eine Woche bestimmt noch, bis es ganz fertig ist. Die Liegen sind da natürlich. Nur halt, ein paar Sachen werden da am Strand noch fertig gemacht. Deswegen, bevor es nicht fertig ist, filmen wir halt nicht. Da warte ich halt auf das Okay vom Hotel. Grüße aus Münster, waren gerade im Semelia, okay. Ich muss noch erden. Hallo. 1748 Sterne, dankeschön. Heute ist echt heftig, schönen Tag. Oliver, danke. Danke, Oliver Cook. Michaela Brandt, das hatten wir gelesen. Kerstin, jawohl, ich glaube, habe ich alle gelesen schon. Björn Segers hatten wir auch schon gelesen. Jawohl. 2000, macht mich doch nicht verrückt. 2000 Sterne, wisst ihr, was das bedeutet, Freunde? 2000 Sterne bedeutet 20 Euro für die Seite. Freunde, wenn es so weitergeht, dann mache ich nichts anderes mehr. Ehrlich, warum soll ich denn noch mich immer so fertig machen mit 10 Sachen, ja? Dann laufe ich rum und sagt wohin? Ich mache Spaß. Das ist halt auch Hobby, auch wenn man beim Hobby ein bisschen was verdient, ist halt auch schön. Aber das ist schon eine coole Sache, ja. Freut mich echt. Danke, Oliver. Bleibt das Wetter die nächsten
Woche so. Ich habe jetzt nicht in die App geguckt. You can look Internet. Brother, 6 days. Patom, one mess patom, harashom plocha. Sagt er das. Wir gucken einmal im Internet, wie das Wetter wird. 2200 Sterne. Schaut mal, hier spielen die Boccia. Ich will auch einmal werfen, ja. Aber ich darf ja nicht, ich bin ja ein Außenstehender. Im September alle Jahre. Danke, Ronny. Dankeschön, Ronny Henneberg, für 99 Sterne. Danke. Wir gucken einmal im Internet. Wow! Ist der Ball rausgeflogen? Das ist das Shishel-Hotel gerade. Shishel. Ja, wir gucken gerade den Wetterbericht. Oh, das ist aber auf Russisch. Warte mal. Yes. Du bist ja eine. Was sind denn deine Top 5? Am Ende des Videos, Beate. Oder wir können jetzt schon anfangen. Ich werde die Top 5 Hotels meiner Meinung nach sagen. Das Wetter soll die nächsten 6 Days, gut. Die nächsten 6 Tage soll das, Also mein Wetterfrosch stellt sich unklar gerade. Gut oder not good? Ja, sie schaut wegen Wetter nächste Tag, aber ich verstehe nicht die Zahlen da drauf. Minus 7 Grad steht da, minus 10. No, it's 3, maximum 10. Ja, oh, minus, also. Alles gut. Also sie sagt, ja, das geht besser. Also das Wetter soll minus 10 Grad werden, mindestens und höchstens plus 30. Spaß. Also das Wetter soll gut, eigentlich nicht schlecht sein. Aber ich sag so, ich schaue später nochmal, gebe euch Bescheid, bevor ich jetzt falsche Informationen gebe. Aber so nach meinem Wettergefühl, Freunde, das heißt, mein Wettergefühl ist auch was Besonderes. Also ich fühle das wirklich, so 2-3 Tage das Wetter, ich kann das fühlen. Also 2-3 Tage haben wir jetzt schönes Wetter und danach... Und danach, nach 3 Tagen, kommt ein riesiger Sturm auf in Ziede. Hallo? Hallo? Nein, kein Sturm. Aber in 3 Tagen kann ein bisschen bewölkt sein. So wie das aussieht gerade, ja? So ist ungefähr mein Gefühl. Aber darauf ist halt nicht zu bauen, Freunde. Deswegen gucke ich ordentlich und sage euch beim nächsten Video richtig schön den Wetterbericht. Oh, die Arme sind irgendwo reingetreten. Hatte davor schon das Fußproblem. Wenn ich komme am 5.4. ist nur schönes Wetter, laut App, super. Was sagst du über das Nova Park? Genau, ihr könnt gerne fragen, was ich zu welchem Hotel halte. Und ich sage euch dann so ein bisschen dazu. Und dann zähle ich auch jetzt gleich auf, ist das Grand Checker Hotel übrigens. Zu Nova Park. Das Nova Park Hotel soll ein gutes Hotel sein. Ach, sorry, soll in Ordnung sein, das Hotel. Soll ein in Ordnung Hotel sein, also es sollte früher aber besser gewesen sein als jetzt. Und kann man bestimmt Urlaub machen, warum nicht, die Lage ist okay, so ein Hotel, ne? Aber wer schon mal in Nova Park war, kann dazu auch seine Meinung schreiben gerade. Wie findest du das Cedar Princess? Das Cedar Princess ist in der Nähe von Cedar, das sind etwa 4 Kilometer entfernt von Cedar, Strand 300 Meter entfernt vom Strand. Die Anlage an sich mit dem Pool ist alles super, das Essen ist auch okay und ich denke mal, Preis-Leistung passt schon. Was sagst du zum Seher Sun Palace Resort? Dazu kann ich leider nichts sagen, das weiß ich nicht. Hane Family für Familien. Hane Family kann ich auch nicht viel zu sagen, außer dass ich sehr, sehr viel Gutes davon gehört habe, immer wieder Gutes gehört habe und deswegen auch eigentlich es weiterempfehlen würde. Wie findest du das Seashell Hotel? Welches Seashell? Das Seashell Hotel, das ist ja dieses Hotel hier vorne, das finde ich echt, das finde ich toll, sehr toll. Warum?
die Lage sofort am Strand hier, dieses Hotel. Essen wirklich mit einer der besten Essen, die ich hier in der Region gegessen habe. Strand direkt neben den Hafen hier, da ist das Wasser immer glatter, jetzt sogar ein bisschen glatt, woanders jetzt Riesenwellen langsam aufbauen. Einfach aus dem Grund, weil die Schutz davor ist und keine Steine im Wasser, es geht sanft ins Wasser hinein. Okay, jetzt, welches Hotel finde ich gut? Also ich persönlich, ich werde jetzt so machen. Angenommen, ich würde jetzt Urlaub machen mit meinen Kindern, ja, mit Kids, dann ganz, ganz sicher würde ich das Dream Waterworld oder Dream Palace, wenn ich mich aussuchen müsste von die beiden, sind beide tolle Hotels, ich würde das Dream Waterworld nehmen, weil ich halt gerne in Kumköy bin. Ja, das Dream Waterworld, wenn ich mit Familie Urlaub mache, dann würde ich das auf jeden Fall hier in der Region, würde ich das buchen, ja, mit Kindern für die Rutschen, für das Abendprogramm, die Atmosphäre dort am Pool, die Cocktailbars, die, also das ist ein Erlebnis halt, ne? Wenn ich alleine Urlaub machen würde, ganz alleine, so ein, oder besser gesagt mit einem Kollegen, ja, keine Kinder dabei, dann halt auch ein bisschen so, würde ich vielleicht ein bisschen mehr am Strand sein, dann würde ich von all den Hotels, denke mal gerne, wenn das Geld auch stimmt, das Janet Acanthus Barut buchen. Ja, wenn ich wirklich einen Relaxurlaub will, jetzt nicht mit Freunden zum Feiern, einen Relaxurlaub, wo ich wirklich angenommen in mich hinein möchte, Zeit für mich, also da wo ich ein bisschen Luxus, ein bisschen allein oder angenommen mit meiner Frau, wenn ich eine Frau habe, dann würde ich das auf jeden Fall, wenn das Geld auch stimmt, das Janet Acanthus nehmen. Barut Hotel. Und wenn ich ein bisschen Action will, da gibt es eigentlich auch mehrere Hotels, aber dann würde ich wieder das Dream Palace nehmen, weil da herrscht halt, da ist auch eine richtig tolle Tanzfläche oben beim Dream Palace. Das ist dann halt auch toll, wenn man wirklich mit einem Freund zusammen ein bisschen Action will, mit Frauen nicht kennenlernen unbedingt, aber so tanzen ein bisschen. Sowas, ne, nicht um Frau kennenzulernen, sondern so mit denen zu tanzen und so. Da herrscht halt eine sehr schöne Tanzatmosphäre. Abends ist immer Tanzen angesagt oben. Und die Belichtung, die dies, ja, alles so. Mit Freund würde ich dann dieses Hotel buchen. Sonst, wo würde ich noch am Strand gehen? Also, wo würde ich dann noch gerne? Warte. Das Novum Garden ist der Hammer, da stimmt alles für jüngere Leute. Dort gibt es eine eigene Disco. Ah, das siehst du, da war ich zum Beispiel noch nie. Aber das kann auch sein, manche Hotels haben Disco, das macht ja dann auch Spaß. Wenn man jünger ist, dann ist man halt auch gern da. Auch wenn man älter ist, ist man gern in so einer Atmosphäre manchmal. Hier haben wir das Commodore Elite, die liegen. Commodore Elite. Ja, Freunde, wisst ihr was? Hier gibt es so viele Hotels, da kann man nicht kaum mehr was falsch machen, ehrlich gesagt. Und also welche Hotel würde ich noch gehen? Das wären jetzt ein paar, die ich aufgezählt habe. Welche wäre ich auch gerne? Also ich sage auch so, in dem Oleander wäre ich auch gerne. Würde ich auch buchen, Oleander. Dann würde ich gerne ausprobieren, wo ich noch nicht war. Zum Beispiel, das, was mich auch sehr interessiert, ist das Perisia Hotel. Ich habe da reingeschaut, in Perisia war ich. Das Perisia Hotel war auch ein richtig schönes Hotel. Ich spring mal hier hoch, wie ein Känguru springen wir hoch. Hoppa. Ja, das Perisia würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Ich habe es auch gesehen, vom Aussehen super schön. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, guck mal, hier haben wir das Commodore Elite. Wenn wir jetzt sagen, wie ist das Commodore Elite, schreiben direkt 100 Gäste, super Hotel, ist ja auch super. Das Seychelles genauso.
Also hier gibt es so viele Hotels, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich habe jetzt die Hotels, die ich aufgezählt habe, müssen nicht die besten sein, die es gibt hier in der Region. Doch für mich persönlich sind das die, wo ich weiß, dass ich einen super Urlaub haben würde. Weil ich habe wirklich auch über 200 Hotels war ich und habe mir das angeschaut. Und hier in der Region, wir haben echt super Hotels. Club Grand Cide soll auch ein super Hotel sein. Commodore, beste Hotel, 8-mal war ich da. Siehst du, Tunjay? Also das ist echt so, dass hier gibt es verdammt viele, das Item Bay Kings Place. Ah genau, das Kumku Beach ist auch ein super Hotel, würde ich auch Urlaub machen gern. Ja, das Kumku Beach ist auch ein Top-Hotel. Oleander, auch ein Top-Hotel. Und deswegen ist es einfach Blödsinn, wenn ich sagen würde, das ist das beste Hotel. Weil es kommt halt wirklich zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Oleander würde ich nicht gehen, mit, wenn ich jetzt Kinder habe, Beispiel. Nicht, also da gibt es eine super Kinderanimation, super Spielmöglichkeiten für die Kinder, aber die Rutschenlandschaft ist ein bisschen kleiner. Aber da würde ich dann, wäre halt dann nicht meine Welt, ne? Beispiel. Aber sonst, das Oleander ist einer mit der besten Hotels auch. Schaut mal, hier ist die Schrift jetzt fertig vom Shishel. Shishel macht immer mehr Qualität, sieht man. Also möchte sich gerne abheben. Hallo. Aber das Essen im Shishel ist auch super. Sie ist lustig, sie spricht die an der Straße an und sagt, schießt sie auch. Macht sie Video. Dürfen wir auch? Und was gewinnen wir, wenn wir das schaffen? Wie gar nichts? Das gibt's doch nicht. Wo muss ich hinschießen? Tamam. In deine Hand schieße ich. Okay, eins, zwei. Och, ich bin echt schlecht, ja. Das ist nicht mein Talent. Nasja, du auch. Warte. Was? Wofür filmen Sie denn? Wir für RTL 2. Spaß, Freunde der Sonne ist das. Bin ich da jetzt mit drauf? Mhm. Ah, aha. Freunde der Sonne. Guck ich mal. Alte Nasja. Aha, sie schießt zu mir. Und? Jawohl. Alte, let's go. Oh, die Kamera dreht durch. Jawohl. So, also Fußball ist nicht mein Talent. Seher Hotel. Also habt ihr verstanden, oder? Mit den Hotels, das ist halt nicht leicht zu antworten. Kennst du das? Cide West Park Hotel, das kenne ich ja. Aber dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich davon nicht viel gehört habe. Und wenn man nicht viel hört, dann weiß man halt nicht genau, ne? Terrace Beach Resort, Silibi. Terrace Beach Resort, das soll auch gut sein, genau. Wir kommen im Juli ins Commodore, sagt Anja, okay. Egal wohin ihr geht, Freunde. Wenn ihr da seid, schreibt uns über WhatsApp, wenn ihr einen Privattransfer braucht. Ach so, ab jetzt, ihr könnt gerne schon anfangen. Über Facebook könnt ihr uns jetzt auch schon schreiben. Ja, für den Privattransfer. Ab jetzt ist die Facebook-Nachrichten werden jetzt beantwortet. Also damals habe ich ja mal gesagt, bitte über Facebook nicht schreiben. Aber ab jetzt ist das Facebook-Schreiben auch möglich. Ja, wenn ihr halt Fragen habt zu unseren Ausflügen, zu unserem Flughafentransfer. Wenn ihr da seid, könnt ihr euch auch bei Facebook melden. Dann holen wir euch ab. Und dann geben wir euch eine Information über Ausflüge bei uns beim bei uns beim Reisebüro, ne? Damit ihr das wisst, auch den Flughafentransfer könnt ihr über Facebook jetzt buchen. Ganz simpel geht das, da braucht ihr nicht mal die WhatsApp-Nummer. Aber über die WhatsApp-Nummer geht es natürlich auch noch. Ja, dass ihr das wisst, Freunde. Und schon bald gibt es Vorreservationen für unsere Bootsfahrt. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, weil damit ich einschätzen kann, ob wir dreimal in die Woche fahren. Ja, damit ich das noch besser planen kann, weil letztes Jahr mit diesen einmal in der Woche, das war definitiv zu wenig, so dass viele enttäuscht waren, dass sie nicht mitfahren konnten. Deswegen möchte ich dieses Jahr das vorplanen und so habt ihr dann auch einen Plan. Dann hoffe ich auch, dass ihr eins, wie heißt das auf Deutsch? Hallo. Wie heißt es auf Deutsch? Also eine Sache, die ihr in Türkei auf jeden Fall macht, ist, hoffe ich, mit uns auf dem Maledivenboot fahren. Aufs Meer hinaus. Ja, da bin ich selber auch auf dem Boot.
Es würde mich freuen, wenn ihr das als Dings nimmt. Türkei, also als, wie heißt das, Freunde, ja? Dieses, als Muss. Dass, wenn ihr Türkei seid, dann auf jeden Fall auch mich besuchen kommt auf dem Maledivenboot. 11.4. 11.4. 18.4. Ne, dann ist sie noch nicht leider. Aber ich versuche so früh wie möglich starten zu lassen. Ich hätte gerne ein Ausflugliste für April, gerne PN. Ja, unsere, in 10 Tagen ist unsere Preislisten fertig für dieses Jahr. Dann werde ich das auch teilen. Und dann könnt ihr auch Informationen und die Preise jetzt zurzeit einfach über WhatsApp schreiben. Dann helfen wir euch weiter. Freunde, wem das Video bis jetzt gefallen hat, kann gerne ein Däumchen da lassen. Ich möchte mich herzlich bedanken an alle Zuschauer. Riesen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, dass ich hoffentlich ein bisschen nutzhafte Informationen dagelassen habe. Und danke auf jeden Fall an 2400 Sterne, das bedeutet 24 Dollar für die Seite. Das ist eine riesen Summe. Ich bedanke mich herzlich dafür, an allen Einzelnen, die das gesendet haben. Was gibt's noch? Genau, das mit dem Boot wird dann bald Reservation geben. Ich werde aber dann Bescheid geben, noch beim Live-Video, wie das dann funktioniert. Und hoffe, dass ihr auch euch vorne, wenn ihr dieses Jahr in der Türkei seid, wenn ihr uns besucht hier in der Türkei, dass ihr mit uns die traumhaft schöne Bootsfahrt machen werdet. Auch wenn die Kamera wieder durchdreht. Hallo? Jawohl, danke für die Däumchen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Montagnachmittag. Denkt an das Däumchen. Wer Lust hat, kann das Video gerne mit Freunden teilen, damit sie einen kleinen Eindruck haben hier von der Region Zide. Ja, das war's dann eigentlich auch schon fast. Da kommt die Frauengang. Ich glaube, die machen jetzt Stress hier bei uns. Die Frauengang. Was bist du? Nee, nicht sie. Ich meine die anderen Frauengang. An dich erinnern. Ich glaube schon, wir haben uns gesehen schon mal, ne? Ja? Schön. Ja, heute habe ich nicht mit. Ja, Freunde, ich lege jetzt auf langsam. Ich habe wieder was zu tun. Wir sehen uns wieder demnächst hier in Zide. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke, dass ihr dabei wart. Adios, amigo. Bye, bye.